Ja, gestern Abend kam mir die Nachricht, dass die beliebte Veranstaltung NDKK, wo ja wirklich Tausende auch unterwegs sind in Cottbus, abgesagt werden musste, auch kurzfristig, wäre ja bald gewesen. Ja, wie habt ihr das erstmal aufgenommen, wie kam es dazu? Ja, die NDKK wären 2 Wochen gewesen und wir haben ein Jahr lang jetzt vorbereitet mit 20 Orten, die wirklich viel Engagement da reingesteckt haben und viel Arbeit da reingesteckt haben. Und ich denke, wir hätten in 2 Wochen eine ganz tolle Nacht auf die Beine gestellt zum Thema Zukunft, Zukunft in Cottbus, was, glaube ich, auch für viele Besucher sehr, sehr spannend gewesen wäre, weil es da ganz viele Dinge zu entdecken gegeben hätte, die man so vielleicht gar nicht von Cottbus erwartet hat, was hier alles schon passiert. Leider mussten wir aufgrund der steigenden Fallzahlen in Cottbus-Umgebung und Berlin und auf dringende Empfehlung der Stadt Cottbus die NDKK für dieses Jahr absagen. Ich nehme an, da war aber schon wirklich fast alles so gut wie vorbereitet. Ne? Da steckt immer wirklich viel Engagement, auch der Firmen dahinter, oder? Ja, die Nacht ist komplett vorbereitet gewesen. Alle Firmen haben da wirklich viel Kraft und viel Engagement reingesteckt, dass das jetzt nicht ganz verloren ist. Dafür wollen wir Sorge tragen, indem wir dieses Thema mit in das nächste Jahr nehmen. Die nächste NDKK wird am 25. September 2021 sein und wir laden auch alle Firmen ein, die dieses Jahr teilgenommen hätten, praktisch Teil des nächsten Jahrgangs zu sein und ihr Programm, was sie wirklich mit viel Arbeit, viel Liebe und viel Engagement vorbereitet haben, vielleicht dann auch schon mit neuen Ideen, ein Jahr kann viel passieren, dann in den nächsten Jahrgang mitzunehmen. Vielleicht jetzt als Verbraucherhinweis, wer Tickets schon gekauft hat, wie läuft das jetzt? Wer Tickets schon gekauft hat, kann die gerne wieder zurücktauschen. Aber ich glaube, das geht bis Ende November, glaube ich, habe ich gesehen auf eurer Website, ne? Ja, man kann die bis Ende November wieder zurücktauschen. Ja. Ich würde noch mal fragen, weil Pool Production auch natürlich Filmfestival großes Thema ist. Wie sieht es da aus? Noch sind ja die Zeichen so, dass ihr dual, glaube ich, am Start sein könnt, ne? Online als auch hier in Kinos. Genau, wir haben das Filmfestival für dieses Jahr dual geplant. Das heißt, wir haben 4 Spielstätten, wo wir ganz normal Filme in Kinos zeigen, natürlich unter den gegebenen und aktuellen Voraussetzungen. Aber wir haben auch die Möglichkeit oder bieten die erstmals an, dass ein Großteil des Programms praktisch online geschaut werden kann, von Wohnzimmersofa aus, und man kann über eine Online-Plattform sich die Filme dann herunterladen sozusagen. Das findet man aber alles auf unseren Netzwerken, auf der Internetseite, da erklären wir genau, wie das funktioniert und wie man dann praktisch an seine Filme kommt, die man gerne schauen möchte.